Das Thema Menstruation ist nach wie vor ein klassisches Tabuthema, auch in Deutschland. Wir verstecken Tampons auf dem Weg zur Toilette im Ärmel, als hätten wir etwas verbrochen. Und in der Werbung ist Periodenflüssigkeit blau. Pythagoras meinte, dass Menstruation daherkommt, dass Frauen einfach zu viel essen. Rousseau hielt sie für eine Erscheinung der verderblichen Zivilisation. In der Bibel heißt es, dass eine Frau mit Blutung erst nach 7 Tagen und der Opferung von 2 Tauben wieder rein sei. Frauen sollten wegen der Periode nicht in die Uni gehen und verloren sogar noch in den 60er Jahren ihren Job, wenn man annahm, dass sie durch ihren Menstrualschweiß materiellen Schaden verursacht hatten. Wir haben gelernt, die Menstruation als Fluch zu verstehen, sie bestmöglich zu verstecken, unsichtbar zu machen und dabei wenig zu hinterfragen. Wie viel Blut verliert man pro Zyklus? Wie viel Schmerzen sind normal? Was ist genau in Tampons und Binden drin und warum sind Hersteller nicht dazu verpflichtet, das anzugeben? Bis heute gibt es massive Forschungslücken im Bereich Periodenbeschwerden. Wozu der Zyklus dient, auch unabhängig vom Kinderkriegen, und dass man mit der Pille überhaupt keine Menstruation hat, ist den wenigsten klar. In den letzten Monaten war ich in Südasien unterwegs, habe junge Frauen und Mädchen aus Pakistan, Indien, Nepal und Bangladesch getroffen und mit ihnen über ihre Erfahrungen, fehlende Aufklärung, Stigmatisierung, Mangel an Mitteln und die Konsequenzen dessen gesprochen, nämlich vor allem, dass ganz schön viele Mädchen während der Periode nicht zur Schule gehen. Heute weiß ich, bei der Menstruation geht es um so viel mehr als nur Blut. Mein Buch ist ein Manifest gegen das Menstruationstabu, denn die Periode ist politisch.